Moin YouTube, liebe Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Ottermesser. Auch diese beiden Modelle, die hier jetzt vor mir liegen, stammen aus der Otterbox, dem großen Karton mit Otter-Taschenmesser, der mir von einem Zuschauer von mir, dem Ulrich, zur Verfügung gestellt worden ist. Heute soll es um zwei Mercator-Messer gehen von Otter. Die Mercator-Messer sind ja seit über 100 Jahren bekannt und fast unverändert gebaut worden. Die Firma Otter besitzt die Markenrechte an der Marke Mercator. Diese Messer wurden früher von der Firma Kaufmann hergestellt, daher auch der Name Mercator, lateinisch für Kaufmann. Man kennt diese Messer mit den ganz normalen schwarzen gebogenen Blechgriffen. Berühmt wurden sie dann durch die amerikanischen GIs, die diese Messer nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika mitnahmen. Und dort wurden sie als Katze-Knives oder Katze-Messer bekannt. Sie hatten dann unter dem Otter hier die Einprägung K55K. Die 55 war dabei die ehemalige Hausnummer des Stammhauses der Firma Kaufmann. Über die Jahre hat dann Otter die Produktpalette der Mercator-Messer erweitert durch sehr moderne, sehr poppige Designs. Es waren Messer mit doch sehr knalligen Grifffarben zu bekommen. In den letzten 2, 3 Jahren ist man dann dazu übergegangen, ein anderes Griffmaterial zu verwenden. Zunächst kamen Messer mit einem Messinggriff auf dem Markt und jetzt in diesem Jahr auf der internationalen Waffenausstellung der IWA in Nürnberg wurde das Messer mit Kupfergriffen vorgestellt. Der Ulrich hat mir zwei besondere Exemplare mitgeschickt. Zum einen hier das normal große Mercator, das allerdings hier mit einer Damastklinge ausgestattet ist. Die sonstigen Abmessungen sind wiederum identisch mit dem klassischen Mercator-Messer. Es verfügt über eine Länge von etwa 20 cm. Die Klingenlänge beträgt dabei 9 cm, der Griff 11, die Klingenstärke 2,4 mm und als Klingenstahl wurde, wie gesagt, Damast verwendet. Otter spricht hier von deutschem Damast. Bei dem Mercator handelt es sich um einen Backlock-Folder mit dieser für Mercator typischen Verriegelung, indem man hier oben auf diese Erhebung drückt, hebt man den Hebel hoch, sodass man dann die Klinge einklappen kann. Das Ganze funktioniert sehr einfach und sehr leicht. Ich selber hatte da schon Mercator-Messer, bei denen das Ganze doch etwas schwergängiger war. Das Besondere dieses Mercator-Messers macht aber sicherlich das Griffmaterial aus. Hierbei handelt es sich um einen Kupfergriff, der dann einfach gefaltet wurde, so wie auch die normalen Stahlblechgriffe. Als eine Art Backspacer im Abschluss haben wir wahrscheinlich G10, da bin ich mir nicht ganz sicher, um welches Material es sich handelt. Und auch typisch für die Mercator-Messer ist hier am Ende diese Öse, an der ein Fangriemen oder wie in diesem Fall eine Ziehhilfe angebracht werden kann. Die Klinge und der Hebel sind hier ganz einfach vernietet. Oben auf dem Griffrücken lesen wir Mercator Germany. Die Rückseite dann vollkommen frei und hier dieser schöne Damast. Dadurch, dass das Messer sehr schlank gebaut ist, trägt es in der Hosentasche kaum auf und ist auch trotz seiner Länge gut zu transportieren. Mich persönlich hat immer das kleine Mercator-Messer interessiert. Da es noch ein bisschen hosentaschenfreundlicher ist als sein großer Bruder. Bei dem kleinen Modell handelt es sich um einen Slip Joint, das heißt, wir haben hier keine Arretierung.
Die Rückenfeder ist relativ stramm. Das Messer ist, wie gesagt, etwas kompakter und verfügt über eine gesamte Länge von 18,5 cm. Die Klingenlänge beträgt immerhin noch stolze 8,5 cm und die Grifflänge beträgt etwa 10 cm. Die Klingenstärke auch etwas mehr als 2 mm. Und als Stahl wurde ein Rostträger 1.4034 verwendet. Der Ulrich schrieb mir, dass er die Griffe mit einem Klarlack versehen hat, um zu verhindern, dass das Kupfer zu schnell anläuft. Es ist jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn man das Messer tatsächlich nutzt. Dann wird dieser Klarlack hier sicherlich sehr schnell abgerieben und es wird sich dann doch eine Patina bilden. Jetzt kann man geteilter Meinung sein. Die einen finden vielleicht diese Originalfärbung, dieses schöne glänzende Kupfer schön. Andere sagen, genau diese Patina ist das, was ich an einem Kupfergriff natürlich haben möchte. Ich habe hier ja seit einiger Zeit eine Kupfermünze liegen, die am Anfang ähnlich schön poliert und glänzend war wie hier jetzt der Messergriff des Mercators. Und in der Zwischenzeit sieht sie so aus, alleine dadurch, dass ich sie ab und zu mal in die Hand nehme oder sie hier einfach im Raum liegt. Auch das kann sicherlich einen Reiz ausüben, wenn man sich jetzt vorstellt, dass mit der Zeit hier dieser Griff eben auch diese dunklere Färbung annimmt. Auch hier zum Abschluss ganz kurz der Größenvergleich mit meinem Victorinox Pioneer Alox mit dem 93 mm Griff. Da kann man erkennen, dass gerade die kleinere Version hier doch sehr ähnlich ist von der Länge und damit sicherlich ein sehr hohes EDC-Potenzial besitzt. Die Klingenlänge mit 8,5 cm ist dabei sicherlich immer noch ausreichend für die meisten Arbeiten. Besonders schön und elegant ist natürlich hier die große Version, wobei da natürlich die Damastklinge auch einen ganz großen Anteil hat. Das war's fast von meiner Vorstellung der beiden Mercator-Messer von Otter mit dem Kupfergriff. Wie ich finde, wieder zwei besonders gelungene Varianten des schon bekannten Mercator-Modells. Das große Modell hier mit der Damastklinge stellt natürlich dabei einen ganz besonderen Hingucker da, ein Messer, das sich wahrscheinlich eher in der Vitrine wiederfinden wird als im täglichen Einsatz. Da spielt dann sicher auch der Preis eine Rolle, denn mit knapp 180 Euro ist dieses Mercator-Messer fast 9-mal so teuer wie das Standard-Mercator. Persönlich finde ich hier die kleinere Variante immer noch sehr reizvoll, da sie sich auch im Alltag bestimmt sehr gut tragen lässt und ich es mir auch in meiner EDC-Rotation vorstellen könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!